kann nicht spielen. Ach, schade. Ich hätte gedacht, er passt hier keine Gitarre spielen. Aber er sieht schick aus. Ich könnte. Ja. Die ist total verstimmt. Ja, das ist das Problem. Und die geht nicht mehr zu stimmen. Auch das noch. Wieso? Hast du da festgeschweißt? Oder ja. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Hallo und herzlich willkommen zur vermutlich erstmal letzten Folge, zumindest was das Sega Mega Drive betrifft. Das in dieser Super Mega Drive. Das Super Sega Mega Drive in dieser Form. Oh ja, zeig mal, was haben wir für Spiele? Noch 3 Spielchen sind über. Zum einen Flashback, das kennen wir ja schon. Was mir zum ersten Mal auffällt, dass hier immer auf diesen... Ja. Covern so Gitterlinien drauf sind. Hinten, ja, das ist Stil. Das muss so dieser 90er Jahre Stil sein. Flashback hatten wir schon mal gespielt auf dem 3DO, glaube ich. Was ist das 3DO? 3DO oder Philips VDI. Philips CDI kann auch gewesen sein, deswegen werden wir, glaube ich, nicht so viel Zeit damit verbringen, aber ich möchte es gerne einmal auf dem Mega Drive sehen. Dann haben wir nochmal Disney Fantasia, das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Haben wir jetzt in jeder Folge ein Disney-Spiel gehabt? Jetzt haben wir mindestens eins. Immer eins. Aber es sind viele Disney-Spiele dabei gewesen. Und als großes Finale Sonic the Hedgehog 2 oder Sonic 2 the Hedgehog oder... So Sonic Hedgehog 2 könnte es auch sein. Das ist wahrscheinlich das beste Sonic? Fragezeichen. Ich und Sonic, wir haben nichts voneinander gefunden, weil, wie gesagt, meine Geschichte ja eher mit dem Super Nintendo. Ich guck mal nach, ob ich Sonic im Super Nintendo Spieleberater finde. Wir wissen übrigens richtig Bescheid bei Videospielen, deswegen fangen wir auch mal direkt an. Es ist auch die neue Controller für hier Rockband. Auch Rockband ist es. Ja. Mega Drive. Ohne Konsole kann man das jetzt spielen. Auch nochmal der Hinweis, wir spielen das über das Retron 5. Das macht das zwar hübsch, es macht den Sound ein bisschen kaputt. Der Emulator im Retron kommt nämlich überhaupt nicht so richtig mit dem Sega Mega Drive oder Genesis Soundchip so richtig zurecht. Deswegen kann das mitunter komisch klingen, Genesis. Aber dafür sieht's gut aus. Also, in welchem Jahr sind wir, Basti? 2149? Ich weiß das nicht, aber ich schätze mal 2142. Ach, verflucht, habe ich mich wieder verschätzt. Ah, das sieht so schön aus, weil ihr Stil das ist einfach... Das war so rotoskopmäßig, ne? Die haben einfach echte Sachen... So ein bisschen wie bei Prince of Persia, aber ich mag diesen Stil, diesen reduzierten, weil der sieht immer noch so aus, als sollte der genauso sein. Nee, jetzt war das nicht so, dass der Entwickler von Flashback tatsächlich echt gefilmt hat und die rotoskopiert hat, die Leute? Ich weiß, dass es bei Prince of Persia haben sie es, glaube ich, so gemacht. Aber hier, glaube ich, auch, weil die Bewegungen sind... Doch, das sieht so aus. Es sieht noch ein bisschen schicker aus, wie gesagt, das Retron macht hier noch ein, zwei Sachen. Ist von dem Framerate her auch Delfin so Entertainment ist ja dann, Delfin Software International ist ja, ja dann auch zu irgendeiner anderen Firma geworden. Habe ich keine Ahnung, musst du bei Wikipedia nachlesen. Ich habe keine Wikipedia. Ich war aber noch nie auf Wikipedia, deswegen bin ich... Das ist auch die dickste Anleitung, die wir bisher hatten. 1993, ja, das ist ja so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, wir haben das schon auf dem Mega Drive gespielt, aber egal. Nee, ich glaube, wir haben es noch nicht auf dem Mega Drive gespielt. Okay. Wann hätten wir es denn auf Mega Drive gespielt? Weiß ich nicht, aber die war genauso dick. So, guck mal, können wir hier French. French ist schon mal gut, das ist. Wir können Englisch oder French machen. Dann machen wir es doch mal einfach auf French, würde ich behaupten. Sonst verstehen wir ja so, nichts. So, Draw Gun ist C, Item und Action und Shoot ist A. Und Inventory. Also, Draw Gun, News Item und das. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben. Was haben wir denn? Levelcodes, weil ich habe von diesem Spiel nie mehr als das erste Ding gesehen, weil ich nie so richtig verstanden habe, wie es ist und läuft und geht. Deswegen, es würde mich tatsächlich ein bisschen interessieren. Falls ihr es übrigens fragt, warum haben die denn eine Couch? Die haben wir jetzt halt. Irgendwer hat jetzt keine Couch mehr, aber wir haben jetzt eine. Alter, das sieht ja richtig schick aus. Das sieht genauso aus wie auf dem... Ich finde, es sieht schicker aus. Also ich bilde mir ein, dass es schick aussieht. Das kann jetzt aber auch das Retron sein. Sag mal ruhig kurz. Da ist keine Musik. Ja, deswegen. Deswegen wollte ich da sagen, bleib mal ruhig. Keine Musik am Start, leider. So, hier ist die Gun. Ja, die kann ich drawn. Man nennt es auch Waffe im Französischen. Ja, le Gun. Und hier konnte man springen und springen vorwärts war dann so, okay. Ich erinnere mich ja, dass man sich hier so runterhangeln muss. L'instruction de changement. Wie kann ich mich denn hier runterhangeln? Szenario. Kein gut Französisch, ne? Ja, ja. Weißt du, was Level auf Französisch heißt? Captain Iglo? Ich habe keine Ahnung. Hier, da. Niveau. Holo, hier ist der Cube. Sehr gut, ne? Alter, das sieht wirklich, wenn die Framerate jetzt noch ein bisschen geschmeidiger wäre. Aber dann wäre das wahrscheinlich auch richtig, richtig, richtig viel, viel teurer. Und Credits, hier, da ist der Cube. Und wie das sagt man auf Französisch zu Holo Cube? Le Cube. Oh Gott, das ist so schlecht, was wir hier machen. Ja, ich weiß. Aber ich will sich. Aber wie, ach, jetzt wähle ich ihn aus und jetzt kann ich Action machen. So. Wir sind nämlich abgestürzt auf diesem Planeten, so viel weiß ich. Das ist nicht die Erde und wir müssen irgendwie wieder zurückkommen. Die Laser Cannon ist im Französischen. Ey, das Kanone ist ohne Scheiß, das auf dem Sega Mega Drive. Ist schon gut, ja. Eben, c'est moi.
Salut, Konrad. Also, wir sind Konrad. Tu te demand sûrement comment tu as eu pu enrichir au massage sur ton poil. Bon, gute Frage. Gute Frage. Aber, super, Mann. Du kannst richtig machen. Aber, ce serait trop long. Aber es würde zu lange dauern, das zu erklären, weil wir keine Zeit haben und du irgendwas mit dem Hund. es ist dein Fehler, ne, il faut que tu contactes, es ist irgendwas mit einem Kontakt in Neu-Washington. Keine Ahnung, wenn ich Französisch könnte. Wir müssen, nee, wir sollen in diese Stadt New Washington, da wird dir das alles erklärt, du hast eine gute, viel Glück. Ne? La mission in des circuits. Ja, je ne parle pas le français. Achso, man muss hier so, okay, ich verstehe. Ja, awesome. Ist auf jeden Fall cool. Bam, bam, bam. Das hätte mir, glaube ich, richtig Spaß gemacht. Ja, oder? Als ich klein war. Na, auch wenn du groß. Also, ich würde das tatsächlich gerne nochmal so richtig spielen, aber. Aber ey, da, also, wenn, dann müsste man. Es gibt doch bestimmt Versionen mit Musik, oder? Es gibt bestimmt eine Version. Ich weiß nicht, ob es da einen Remaster oder sowas gibt. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so ein Klassiker-Ding. Sind so. Tatsächlich alle Sprachen vorhanden, nur Deutsch nicht. Naja, es ist ja aber auch hier international ausgelegt, dieser YouTube-Kanal. Stimmt. So laufe ich. Also diese Bewegung. Alle doch auf der letzten Seite. Na, ist ja ein Ding. Was du denn für ein Arschlochroboter? Ich mochte früher, also ich habe einfach nur mal die Waffe gezogen, weil das einfach so cool war. Ja, ne? Oh, fuck. Guck mal, der Roboter sieht doch aus wie der bei Kevin allein zu Hause. Das ist der bestimmt. Oh Gott, Kevin allein zu Hause war richtig anstrengend. Bei Home Alone. Jetzt bin ich wieder hier, Kacke. Dafür, wenn ich Home Alone sage, dann fällt mir gerade der neue... I'm Home Alone. Warum hast du den auch im Kopf? Jimmy Morton-Kills größter Hit, Home Alone. Mann, Jimmy, ey, du wolltest doch noch ein Album machen. Da warte ich bis heute drauf. Ja, mit einem bekannten Rapper, den wir nicht nennen dürfen. Nee. Der aber eventuell hier schon mal war. Ja, also. ich wollte gerade sagen, er fängt mit einem Buchstaben an und hört mit anderen Buchstaben auf. Und mit mehreren Buchstaben auf. Das möchten wir nicht. Hier, vor allen Dingen kann man, guck mal, das sind sogar richtige Wörter. Ja. Für Level 1 auf leicht ist das Passwort Pixel. Für Level 7 auf normal Clip. Blob auf Experte 3. Wir nehmen einfach die am einfachsten zu tippen sind, würde ich sagen. So. Dann hier. Passwort. So, was geben wir denn mal ein? Lass uns doch mal hier Studio eingeben. Hier gebe ich... Oh Gott, ist das dunkel. S-U-U... Das nervt bestimmt gar nicht. Wenn einer die ganze Zeit auf so einer Gitarre rumklimpert, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem ist die... Verstimmt, ich weiß. Oh! Hey! Eieiei, Konrad! Du siehst aber gar nicht so gut aus von der Seite. Jetzt haben wir... Ja. Oh, jetzt haben wir ach, genau, weil wir müssen ja zur Erde und offensichtlich... Ja. Jetzt haben wir jetzt eingegeben? Keine Ahnung, aber du hast das Ticket zur Erde bekommen. Studio auf leicht ist Level 4, also bei der Hälfte. Also, jetzt geht's zur Erde. Guck dir das an. Da fliegt der Schelm einfach raus. Wow, das ist aber cool. Nicht sehr schnell? Ja, aber das ist egal. Das hätte damals meiner Fantasie schon gereicht. Das könnte ja auch sehr besser groß sein. Kann die Grafik nicht sein, hätte ich gedacht. Kann sie auch nicht. Achtung, ein gefährlicher Patient... Versucht zu fliehen, alle Ausgänge sichern. Oh Gott, hast du jetzt das Spiel gespoilert? Wieso? War ein gefährlicher Patient. Wer ist denn der Patient? Oh mein Gott, jetzt sind wir hier in so einem Raumschiff. Jetzt möchte ich. Aus wie bei Passenger. Kennst du diesen komischen Umschnitt von Passenger von dem Film? Wo sie einen richtigen, dramaturgisch vernünftigen Film draus machen? Ja. Das hast du mir gezeigt, glaube ich sogar. Solltest du dir mal angucken, ist echt cool. Ja, danke schön. Wenn ihr den nicht kennt, guckt euch den mal an. Was ihr sagt, der ist cool. Ich weiß leider nicht, wie ich hier den Lift benutze. Ja, hier steht praktisch die ganze Geschichte einmal vorgelesen. Shield, Papers, Credits. Ach, Inventar, nehmen, sprechen, schauen, aktivieren. Force Field haben wir auch. Kraftfeld heißt das übersetzt. Nein, das ist ein Force Field. Ach so. Naja. Die Frage ist nur... Man muss A gedrückt. Dadurch, dass dieser Controller jetzt auch nicht so viel Tasten hat, ist das ein bisschen anstrengend, ne? Hallo. Papers, please. Passierschein 38. Geil, ich gebe ihm meinen Ausweis und er guckt sich an meinen Ausweis, wie ich
Wohl heiß. Ach, scheiße. Mann, er guckt sich an meinen Ausweis und guckt sich an, wie ich wohl heiß. Aha. Ich denke nur mein Scheiß. Ja, ich denke nur mein Scheiß. Ist und esse gerne Reis. Milchreis. Es ist doch gar nicht mein Ausweis. So, und jetzt? Achso, geht ich weiter. Ich sitze schon wieder am falschen Gleis. Schießt er? Was denn? Oh, was sind das denn? Oh, die haben Jetpacks. Die haben Jetpacks. Die Jetpacks. Wahnsinn. Ich glaube. Ich finde cool, dass man eigentlich keine Lebensanzeige hat und sowas. Ich glaube einfach an dir vorbei, du Ski. Wo kommst du mit der her? Mann! Wir sind zu nah, so können wir nicht kämpfen. Ich kämpfe auch wieder an dir vorbei. Na jetzt, schnell! Jawoll! Aber ich mag das optisch wirklich. Das immer noch. Ich finde da vor allem gut, dass das ist auch so also es wirkt. Ja, flüssig, ne? Ja. Snappy, wie man im Französischen sagt. Ich glaube, jetzt ist er tot. Sehr gut. Und auch beim Drehen, mach mal die Waffe raus. Und dreh dich dann mal dabei von links nach rechts. Geil, schon oder? Schon geil, wie die Jacke das sich ist. Das ist echt gut. Story und Ambiente wie im Kino hat die Gamers geschrieben. Ey, solche Spiele gab es aber auch nicht so häufig, oder? Oh, hier, Weltraum-Dings-Flug. Oh, guck mal. Es hat auch so ein bisschen so 2001 und an irgendwas erinnert mich das auch. Hier steht auch, wie genauso wie bei Prince of Persia animiert. Also ja. Nur französisch, aber... So, doch. Oh, guck mal. Boah, die Farbpalette haben sie schon sehr gut ausgenutzt. Alles ausgenutzt hier. Also, und warte, wir können es mal ganz kurz angucken. Die 16-Bit haben sich gelohnt. Wie das Spiel im Original, also jetzt so ohne alles aussieht. Und ich möchte so. Und dann machen wir Return to Game. Sieht immer noch gut aus. Ja, ein bisschen pixeliger. Aber das finde ich fast noch schicker, ehrlich gesagt. Ja, ne? Vielleicht soll ich meine Waffe ziehen. Ist noch ein bisschen Musik. Stimmt. What? Aber doch auch Soundeffekte. Ja, ja. Vielleicht geht es aber nicht. Es ist immer nur so kurze Sound. Vielleicht durch den Filter kann das Retron den Sound nicht gut testen. Ja, ja, bestimmt. Okay, es wird nichts. Lauf! Aber das ist schon geil, wie die sich rausmorfen. Nicht schießen, lauf! Okay, hat sich gerade erledigt, glaube ich. Hast du gesehen, wie der Gegner sich rausmorfen hat? Genau, drei Bildschirme gesehen, bis man tot war. War super. Also ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich will Flashback. Noch mal, ich möchte einmal das letzte Ding angucken. Ja, nee, mach ruhig. Ich finde tatsächlich... Das ist ziemlich großartig. Flashback in allen Varianten zu besitzen, könnte ein Ziel der Superkreuzburg sein. Also falls ihr noch eine weitere Version vom Flashback habt... Da wird es ja bestimmt noch was. Also die PC-Version würde ich mir PC gerne machen. PC zum Beispiel, also auch wenn es Apple II oder Super Commodore Nintendo, 64. Super Nintendo könnten wir noch gebrauchen. Ja. CDI, weiß ich nicht, ob es das gab. Haben wir, glaube ich. Also CDI und 3DO haben wir, glaube ich. Flashback? Haben wir schon dreimal dann? Ja, ich glaube schon. So, jetzt hier in. Aber ich glaube, es ist ja sowas wie eine Gameboy-Variante. Das kann durchaus. Ink bin. Wenn ich jetzt nicht verguckt habe. Ink bin? Nee, sieht gut aus. So, das ist das letzte Level. Das ist das. Ach so, guck, da sind wir hier auf diesem. Da warst du doch gerade. Ja, ja. Nee, also das ist ja noch mehr. Ende. Und das ist Y, oder? Zweigans. Das ist also das letzte Level, aber es ist. Zeig nass. Bin. Hä? Was jetzt nehme ich an, pass auf. Und. Das ist aber Level 7, nicht das Ende. Ah, geil. Ah, das sieht schon cool aus, aber ist Level 7, ne? Ja, ich weiß, das habe ich doch mit Absicht gemacht jetzt. Ja, du hast letztes Level gesagt. Ja, es ist ja auch das letzte Level, danach kommt ja nur noch das Ende. Ja, und das Ende ist auch ein Level. Nein, das Ende ist nur der Abspann, nehme ich mal an. Ja, dann würde Abspann dastehen, nicht Ende. Nee, das ist überhaupt nicht wahr. Weil, wenn 5 zu Ende ist, was kommt dann? Was kommt nachdem der Film vorbei ist? Das Ende. After Credit Scene. Ja, das Ende. Man sagt auch Endcredits. Ja, die kommen nach dem Ende. Ich höre dich überhaupt nicht. Warte mal. Key. Oh, hier, wir müssen bestimmt den Key benutzen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. So, bitte einmal Key einführen. Ah, du machst eher die Han Solo-Nummer. Ja, Han Solo. Aber dann machen wir aber das Ende auf dem... Ah, stimmt, weil wir... ja. Die haben alle den gleichen... Ja, aber siehst du, dann ist es kein Level. Weil sonst würde es ein leicht normal oder es gibt ja Level, die man nicht selber spielt. Nenn mir drei. Naja, hier, das ist ja das Letzte. Das Letzte. Also ich bin mir ziemlich sicher. Wir werden mal gucken, was es ist. Es ist vielleicht der Abspann. So, wie ist denn das Passwort?
C, Y, G, N, U, S. Zeig nass. Gucke da, ein Level mit Video, siehst du? Netzwerk. Ach, jetzt ist alles explodiert. Verstehe. Das ist meine Geschichte. Der Weg, wie ich es erlebt habe. Das sieht irgendwie immer anders aus in jeder Sequenz. Aber krass. Damit Animation. Bildschirmfilmer. Okay. Also in irgendeiner fremden Galaxie. Der Macher wollte bestimmt Filme produzieren. Jetzt. Hat er vielleicht auch. Begleiten Sie Mickey Mouse. Spielen. Was? Das ist aber auch gut gemacht. Aber warum? Findest du schlecht machen? Nein. Alter, kann der springen. Guck mal hier. Die Besen. Ich habe kein Spell mehr. Ja. Muss man Spells einsammeln? Weiß ich nicht, ich habe keine Anleitung. Oh Gott. Ist aber es ist das spannendste Abenteuer, sollte es hier sein. Die spannendsten Abenteuer. Erst wenn du alles richtig gemacht hast, spielt am Ende die Musik für dich wieder. Für mich spielt immer die Musik. Hier, ich habe jetzt Spells eingesammelt, oder? Immer noch nicht? Wie das sogar im Takt der Musik klingt. Krass. Wahnsinn. Da läuft ein Kelch. Es ist ein bisschen doof, dass ich keine Spells habe. Also, ich meine... Du kannst es ist ja nicht so, dass hier keine Gegner wären. Da kannst du hier rauf springen? Ich glaube nicht. Nein. Ich mag das mit diesem Vordergrund und dem Hintergrund. Ja, das ist schon wieder sehr, sehr cool. Sehr so, zeichenträgermäßig. Und du hast jetzt den Filter ja auch aus, ne? Jetzt schalte ich den Filter aus. Wir können ja nochmal den Filter nochmal anmachen. Ja, mal schauen, was da passiert. Ich würde sagen, er glättet einfach ein paar Kanten. Aber das finde ich nicht hässlicher. Also nicht so richtig, würde ich jetzt mal behaupten. Also es sieht jetzt nicht Welten aus, aber ich finde man... Ja, aber es macht es nicht. Aber er wird unschärfer dadurch, ne? Ja, so ein bisschen, klar. Muss irgendwas machen mit dem. Wie soll ich denn hier ohne... Vielleicht ist das aber Sinn der Sache. Ach, hier, da ist ein Buch. Das ist das Buch. So, warte mal, wo sehe ich jetzt, wie viel ich habe? Da hat er mich getroffen. Nur ein? Ich habe es geschafft. Ja? Ja. Oh. Alter. Ist das so klein ins Schloss? Oder soll das Das ist einfach ganz weit weg. Ja. Ach, Quatsch. Wie soll ich denn diese... Okay, das gab es aber schon doch für Super Nintendo. Was ist das denn? So. Und jetzt geht's wieder von vorne los, oder was? Nee. Tasmania, nee. Ey, wie soll ich denn hier... Guck mal, wie soll ich denn diese Rose treffen? So nicht. Und da komme ich... Was? Ist auch wirklich gefährlich, so Wasser, ne? Wenn Wasser da reinfällt, dann stirbst du. Wie soll... Cool, das war's. Hast du aber 3 Kanten? Hier ist. Achso, man muss nach rechts drücken. Nicht starten, muss nach rechts drücken, weil er läuft ja natürlich. Lass mich raten. Natürlich. So, vielleicht soll ich das da unten einsammeln, ne? Schon weg? Ne, da fliegt's nochmal. Aber wo sehe ich denn... So, hier. Jetzt habe ich einen magischen Hut. Da ist ein magischer Hut. Und jetzt schieße ich einmal und dann ist er weg und dann kann ich nicht mehr schießen. Du musst doch irgendwas machen können noch. Nee! Ich kann A nicht drücken, ich kann auf B passen, ich kann nur springen. Kannst du nicht nach oben drücken und dabei C drücken? Ja, springe ich aber nur. Und was ist mit A und B gleichzeitig? Das wird sein. Oder B und C gleichzeitig? Ah ja. Irgendwas ist doch wieder falsch. Irgendwas habe ich doch wieder nicht gecheckt. Da ist keine Leitung. Komm her, ich will mal ganz kurz probieren. Ich will auch mal, auch mal verzweifeln. Sei auch mal ein bisschen magisch. Okay. Sie suchen Musiknoten, die von einem bösen Wind weggepustet worden sind. Können Sie die zurückholen, damit die Musik wieder spielen kann? Jetzt kannst du einmal schießen auf A oder B. Jetzt nicht mehr. Nichts getroffen. Ach, vielleicht muss ich irgendwie.
Genau an der gleichen Stelle wieder. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, man muss wirklich einfach über die rüber hüpfen, oder? Ein Continue haben wir noch. Jetzt können wir es richtig machen. Da waren sie weg. Mann, es gibt doch hier nur vier Knöpfe und halt ein paar Richtungstasten. Und einen Startknopf. Ich verstehe es nicht. Was? Aber. Vielleicht muss man in ein paar Sekunden. Ich hab, das wäre so ein Klassiker. Nee, Castle of Illusion war der Klassiker. Ja. Das war wahrscheinlich der größte Disney-Kladderadatsch. Also hier auf der Rückseite sehe ich, was es noch für Level gab und es sah gut aus. Ja, ja. Ich finde das jetzt ja auch nicht, dass es schlecht aussieht, aber guck mal hier, was ist denn das? Ja? Und dann guck dir den Scheiß an. Der ist doch super einfach. Hüpfst einfach rüber aufs Blatt. Noch ein bisschen anders. Nee. Hey, guck, raus. Und dann kommt der nächste Peniskopf, ey. Was ist denn? Entschuldigung, ich hab gespuckt, aber... Jetzt wisst ihr alle, wie... Mats ja, und da kommt noch ein Pelikan, oder was? Ich hab nix. Du bist ja auch Zauberer im Anfängerzauberer. Der kann doch nicht so viel. Ja, nix kann der. Ja, komm. Was soll der Geiz? War, machen wir hier so ein bisschen rucklige... Das beste Sonic, das es jemals gab. Okay, cool. Bei Sonic 2 haben wir Cheat Modes und extra Continues und alles. Das machen wir jetzt mal. Also ich finde... Wir spielen jetzt erstmal die Special Stage. Das ist schon beeindruckend. Hallo. Ich sammle gar keine Punkte, warum nicht? Schon wieder. Nein, jetzt bin ich hintergefallen. Nein, schon wieder. Ich krieg sie alle. Ja, guck mal, jetzt hast du fast so viel wie ich. Das ist schon so wie F-Zero, nur halt in schnell. Es ist wie F-Zero und schnell. Das finde ich gut, du Arschloch. Miles Vince? Miles mal Arsch. Mein Liebster. Bin ich Miles? Ja, du bist Miles. Ey, Miles. Auf, beweg dich mal ein bisschen. Das ist Miles O'Brien, warte. Was? Ach, na, dann gehen sie hin, die Ringe, ne? Ja, und? Was denn? Nix, das war immer nur... Ja, dann sind wir weg, die Ringe. Jetzt führen wir aber beide null Ringe. Tschüss. Nein, wieso bist du eigentlich vor mir? Weil ich cool bin. Jetzt bin ich vor dir. Nee, jetzt bin ich vor dir. Nein, jetzt bin ich vor dir. Nein, ich. Man kann auch springen, fällt mir das gerade. Ja, und dadurch komm ich ja vor dir. So. Hey. Boah, ist der Sound kaputt. Wir hätten das Original anschließen sollen. Wieso hast du denn 21 Ringe? Willst du mich verarschen? Alter. Ich gewinne, ich kann nur gerade auslaufen. Nicht links, rechts. Nicht schlecht, Basti. Ja, ich weiß. Nicht schlecht. So, Play vs. Play. Geht aber direkt weiter hier mit dem spannendsten Wettkampf. Kenne ich jetzt den Trick. Ja, 6. Das war ein Fehler, glaube ich. Oh, jetzt... Oh, das war aber assig. Das war richtig gut von mir. Leck mich doch, du kannst doch überhaupt nicht reagieren. Was für ein Kack. Was? Das ist der größte Kack aller Zeiten. Ja, nein, doch nicht. Was zur Hölle? Oh. Ey, es macht doch immer noch Spaß. Ja. Ich hab nicht gesehen, dass das schon das Ziel war. Ja. Sonst wäre ich einmal über dich rüber. Ich habe alles andere nicht gesehen. Das macht so viel Spaß, dass die Musik tatsächlich egal ist. Ja. Okay, alles klar. Alles ist klar. Nein, ich. Alle weichen aus. Diese Bösen. Alle beide. Aua. Ja, ein gutes Fundament gelegt. Au. Das warst du. Ich muss dich einfach vorlaufen lassen. Ja, ne? Das funktioniert anscheinend wirklich. Ah, jetzt hast du. Ach, das ist nicht so gut. Jetzt muss ich nachziehen. Wieso laufe ich denn? Jetzt bist du. Jetzt 8 zu 3 zu 0.
Da sollte man mal Weltmeisterschaften machen. Ich komm nur in der Mitte, merkst du selbst, ne? Ah, da ist er. Sehr gut. Ich finde gut, dass es durchläuft, ne? Das ja. Ja. Ich dachte, das ist eine valide Strategie, die ganze Zeit so zu machen. Aber ist es nicht. Ah ja, das war gut. Jetzt führe ich ein bisschen. Wieso bist du denn eigentlich schon wieder vor mir? Hör mal auf jetzt! Nein! Okay, jetzt kommt's ja, drauf an. Hier, ich bin da. Oh Gott, diese Überringe. Ja, das ist von uns doch, oder? Du imitierst ja voll meine hervorragende Taktik. Oh Gott! Welche Taktik? Die Taktik vom Ring einsammeln. Nein! Oh, beide keine Ringe. Komm schon, drei. Ja. Fünf, sechs. Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, das wird super eng. Jetzt kommen gleich noch wieder die Scheiße, jetzt möchte ich weiter hinten bleiben. Nein, ich bin da. Zehn, komm schon. Ja! Oh Gott. Sieben. Aber? Gleichstand. Immer nee. Noch. Doch, wir haben einmal gewonnen, einmal unentschieden. Ach, hallo. Ja, gut, damit, also es ist im Geiste, haben wir beide verloren. Wollen wir mal gucken, ob der Cheat-Mode wieder funktioniert? Nee, das wird ein bisschen komplizierter. Jetzt bist du schon im Spiegel. Okay, dann nicht. Ach so. Du musst auch mitspielen, oder was? Was hast du denn gemacht? Ja, tatsächlich. Wo bin ich denn? Hallo! Hallo! Möchtest du mal hier, oder? Wir haben wir beide jetzt. Ach, das ist ein Versus-Modus gewesen. Na gut, deswegen heißt es auch Sonic 2, ne? Das heißt ja jetzt Sonic und nicht Tails 2, ne? Deswegen ist das schon schlau, warum... Aua. Keine. Ja, was ist jetzt? Du bist schon da. Wo bist du? Komm schon, angeflogen. Ich mach gar nichts. Ich weiß. Nee, ich wollte mehr. Krass, wie sie das lernen. Aber du kannst auch, wenn du mal Start drückst oder sowas, machst du Pause, okay. Ich starte auch. Wenn du kurz wartest und da kann. Bleib mal stehen. Also hüpfen. Kann ich. Das ist ganz schön, also es ist kein guter Zweispieler-Modus, ja? Halt! Na jetzt bist du, da bist du doch. Ey! Yay, wir haben es geschafft! Teamwork! Das ist so, als wenn man früher seinen sehr cool, seinen kleinen Bruder mitspielen lassen hat, den nicht ja, konnte. Wo man dem dann den Controller gegeben hat. Und so getan hat, als würde er das was ja in dem Fall sogar funktioniert hätte. Ja. Aber halt ohne, dass es irgendwas ausgemacht hätte, weil, ne, und so. Hätte viel Training gegeben. So, jetzt diktieren wir mal bitte diesen Cheatcode aktivieren, links da, den ersten. Spielen Sie Sounds 19, 65, Moment, okay. 79 Moment, ab und drücken Sie nach 79? Erstmal die 19, dann drückst du C. Wie komme ich denn zu 19? Gibt sogar keine 19. 1,9. Ja, 1,9. Oh Gott, das ist ja ewig. Also, was soll ich? 19 einmal? Und dann C. Drücken Sie dann Start, halten Sie A gedrückt und drücken Sie Start, um den Cheat-Modus für die Levelauswahl zu aktivieren. Und jetzt soll ich was gedrückt halten? Halten Sie A gedrückt und drücken Sie Start. Super, Level 1 hast du ausgewählt. Wunderbar. Und wir sehen uns im nächsten Mega Drive Video wieder. Aber dann haben wir tatsächlich ja ein neues Add-on. Also, weil. Nee, verrät doch, weil vielleicht da. Zu etwas. Du hast doch selber schon mal erzählt. Na und? Aber vielleicht guckt jemand die Folge und weiß es noch nicht. Ach, dann haben wir alles vergessen. Ich möchte mich nachträglich vielleicht ein bisschen entschuldigen für die letzten drei Folgen. Die waren, wie gesagt, etwas anders. Die kommen vielleicht auch nicht am Stück, oder? Nee, natürlich nicht am Stück. Deswegen entschuldige ich mich ja an der Stelle auch nochmal. Ach so. Aber wir hatten Spaß hier mit dieser Couch. Ich weiß nicht, ob die jetzt in Zukunft auch da bleiben wird, aber es ist irgendwie was ganz Legeres, mal ein bisschen zu spielen. Das macht ein bisschen Spaß. Ich bastel dir noch was. Basti, bastel noch was. Ich sag, wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns da sehr drüber. Tut das doch über die Superkreuzburg Patreon-Kampagne. Da können wir nämlich auch noch mehr solche Videos machen. Patreon-Kampagne.